Ja, Hallöchen, willkommen zurück auf Aidencroft TV. Mein Name ist Aidencroft und es geht weiter mit City Skylines. So, die Tweets machen wir mal weg. Mir ist aufgefallen, wir haben eigentlich gar kein richtiges Industriegebiet. Klar, wir haben zwei Industriegebiet-Viertel, die spezialisiert sind, aber so richtig Industriegebiet, wo die bauen können, was sie wollen, haben wir gar nicht. Außer diese drei Fabriken hier. Da werden wir auch noch was dran tun. Geldmäßig sind wir im Moment gut dabei mit 100.000. Chester Square, ja, es geht langsam los, glaube ich. Ja, da beginnt es. So, wir brauchen noch Wohnungen, Wohnungen, Wohnungen. Jetzt muss ich mal eben was gucken. Wir haben hier oben erhöht und hier unsere Stadtmappe vergrößert, unsere Grenzen. Dann würde ich mal sagen, breiten wir uns langsam hier weiter aus. Hier oben drüber. Ja, du mich auch. Ich drehe die Karte mal ein wenig und fange an mit den Straßen bauen. Wie immer stellen wir ein, dass wir auch, wenn wir wollen, Kurven bauen können. Mein Freund. Wir gehen jetzt hier hin. So, und jetzt zeige ich euch auch mal dieses neue, da, wie man es ausspricht, Roundabout. Das ist auch ein Kreisverkehr, aber wie man sieht, mit Innenleben. So, könnten wir direkt da dran setzen. Er ist mir ein bisschen nah im Moment. Noch da dran. Deswegen nehmen wir erstmal einen normalen Kreisverkehr. So, ein bisschen näher dran. Dich würde ich ganz gerne hier so bauen. Ja, normale Straßen zurück. So, haben wir dich hier auch drin. Nicht zu nah dran. Es gibt sonst nur Stress mit der Mutti, wenn die Kreuzungen zu nah aneinander sind. Und genau, Wohngebiete, Wohngebiete, Wohngebiete. Zack, zack, zack. So, die Wohngebiete machen wir hier so mit rein. Dann haben die es nicht so weit zur Arbeit. Warum? So. Okay. Strom und Wasser. Strom kriegen die automatisch. Okay. Wasser. Wasser müssen wir natürlich verlegen. So. Gehen wir erstmal bis dahin. Ziehen wir hier noch Wasser eben so hin. Ist der Fleck auch weg? Die machen wir auch weg.
So, alles mit Wasser versorgt, bis auf der kleine Scheiß hier. Aber da haben wir ja auch noch nichts eingestellt. Da kommen unsere nächsten Einwohner. Hatten wir eigentlich noch irgendein Spezialgebäude, was wir nicht gebaut haben? Ja, der Transportturm. Der Transportturm ist ein größeres Bürogebäude, das besonders auf die Bedürfnisse von Transportfirmen zugeschnitten ist. Anforderungen für den Bau des Weltraumlifts. Den bauen wir doch jetzt. Wo können wir dich denn hinsetzen, um noch irgendwas zu pushen? Weil, ja, ist das jetzt die höchste Stufe oder ist das hier die höchste Stufe? Das ist jetzt die gute Frage. Ich denke mal, wir setzen dich. Transportfirmen ist eigentlich Chester Square. Das sind doch alles Transportfirmen. Ja, dann setzen wir den dahin. Super. Hat die überhaupt nicht interessiert? Quelle von Leben und Tod, können wir auch noch bauen. Ein hübscher Springbrunnen erinnert Passanten an die Zerbrechlichkeit des Lebens. Anführung für den Bau des Kernfusionsreaktors. So. Dich setzen wir halt so rum. Hier so hin. Und das wär's dann. Fürs Opernhaus haben wir noch kein Geld. Ja, haben wir gerade zwei Gebäude gebaut. Okay, dann warten wir jetzt ab. Was passiert? Da brennt's gerade, sehe ich. Hier ist ein Haus weg. Einmal die Abrisskolonne dahin schicken. Und wunderbar. Wunderprächtig. Wir könnten ja eigentlich. Ja, genau. Wir machen jetzt eine Verbindungsstraße. Schon mal zweispurig. Von hier. So rüber. Ich sehe gerade so viel. Nach da. Und nach da. Damit der Arbeitsweg nicht so lang ist. Ja, das wissen wir. Aber Moment, ich glaube, staumäßig geht es so einigermaßen. Ja, es gibt. Oh! Ho! Okay. Da müssen wir mal ein bisschen ausbauen. Ausbauen ist hier. Ja, super. Super. Haben wir klasse gemacht, Aiden. Jetzt haben wir hier die Kernkraftwerke hingesetzt und dadurch können wir das nicht mehr erweitern. Haha, wunderbar. Hier natürlich ist das nächste. Verkehr da. Ja, hier haben wir jetzt, wie man sieht, ein klein wenig entlastet. Okay, wenn. Strom. 121 Verbrauch, 160 machen wir. Haben wir viermal Kohle? Tatsächlich. Gut, dann werden wir gleich 41 haben wir, 50 brauchen wir, nämlich aufs Öl umsteigen. Das hat 120, dann können wir 3 wegnehmen und dann geht das schon wieder besser.
Apotheke. Wie sieht das denn hier aus? Ah, kommen ja langsam. Jawohl, jetzt kommt das hier scheinbar auch langsam. Tausend haben wir, sehr schön. Dann werden wir jetzt was da? Das Ölkraftwerk bauen. Hier hin. Und dann nehmen wir hier das weg. Das weg. Und das weg. Und sind beim gleichen Ausgangswert. Eben hatten wir 4 Kraftwerke, haben 160 Megawatt gemacht. Jetzt haben wir 2, machen 160 Megawatt. Sehr schön. Dafür können wir jetzt aber unsere Straßen weiter aufwerten. Warum können wir die nicht aufwerten? Ach so, die hatten wir schon. Warum kann ich dich nicht aufwerten? Ort ist bereits. So, wie sieht unser Straßennetz jetzt aus? Hier ist wieder herrlich. Hier staut sich noch was. Weg damit. Warum können wir hier nicht aufwerten? Wie fahrt ihr denn da? Warum staut es sich hier noch? Hier ist klar, das ist die Verengung. Ein Glück geht es hier raus. Es wollen nicht so viele raus, wie rein wollen. Ansonsten geht es eigentlich. Hier so ein paar kleine nostalgische Punkte. Ein paar kleine Punkte, wo es ein bisschen mehr staut, aber ansonsten geht's. Oh, wir brauchen Wohnungen. Wir brauchen Wohnungen, Leute. Dich wollte ich. Wir brauchen Wohnungen. Hier würde ich gleich ganz gern einen Gewerbegebiet mit hinsetzen. In und um dem Kreisverkehr herum. So, Wasser. Bis dahin.
Ach so, kein Geld. Wie frech. Nein, 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 kein Kraftwerk. So. Jetzt ziehen wir eben eine Stromleitung darüber, dass die mit Strom versorgt sind. Denn hierüber kommt ja noch kein Strom. Wir können es aber eigentlich schon mal sagen, ihr dürft hier Gewerbegebiete bauen. So nach dem Motto, wer will, kann schon. Wer weiß, vielleicht kommt ja was. Wie sieht's hier aus? Ja, hier fängt es jetzt an, würde ich mal sagen. Weg damit. Da haben wir eins. Sehr schön, sehr schön. Was für eine tolle Stadt. Ja, genau. So, ich bin mal dafür, wir verschönern unsere Innenstadt ein bisschen. Hallo? Warum sind... da sind Bushaltestellen. Alles klar. Okay. Man sieht es hier ganz deutlich. Die Auskerbung. Warum haben wir so viele Buslinien? Bushaltestellen in der Straße. Da soll mal einer sagen, wir tun nichts für die Schönheit unserer Stadt. Da ist wieder eine Bushaltestelle. Raccoon City und besonders der Stadtteil Old Raccoon. Eine grüne Oase. Den Kreisverkehr kannst du also nicht. Okay. Da haben wir. Okay. Aber ja, wenigstens schon mal hier drin auch was verschönert. Oh, Wasser. Wieso habt ihr kein Wasser? Ha! So.
damit habt auch ihr Wasser. Sobald es fließt, jetzt fließt es. Wie sieht's hier aus? Da kommt noch nichts. Upsa. Was sagt denn unser Bodenrichtwert? Oh, wunderprächtig. 31 Dollar, Euro pro Quadratmeter. Raccoon City wird langsam teuer. Zumindest in den großen Stadtkernen. Bildung. Bevor uns die irgendwann um die Ohren fliegt. Investieren wir auch in die Bildung. ...1200 Oberschüler, 2000 können wir haben. Ja, wieder knappe 50%. Was sagt unser Müll? 11.000 Mülldeponien. Oh, die will ich mir jetzt mal angucken. Wo haben wir sie versteckt? Da. 53% voll. Okay. Abwasser fließt gut ab. Hätte wohl noch ein bisschen gedacht, dass hier ein bisschen mehr Verkehr ist. Dass mehr Arbeiter von hier hinten kommen, die es so mehr näher hätten. Aber okay. Ich wollte gerade irgendwas gucken. Ja, sieht doch gut aus. ...2894 Mann unserer 6700 Einwohner leben in Old Raccoon. Wie Strom? Wieso habt ihr keinen Strom? Was ist denn jetzt kaputt? Strom mal weg. Oh, wieso machen wir nur noch 110 Strom? Öl gespeichert für 2 Wochen. Jetzt bekomme ich ein Problem,
was ich früher noch nie hatte, aber bei meinem Lieblings-Let's Player schon gesehen habe, dass man das bekommen kann. Wo ist das andere Kraftwerk jetzt? Da, ne? Nein. Ach, da drüben, okay. Für 12 Wochen. Wieso hab ich denn jetzt auf einmal ein Problem damit? Die Ansicht wollte ich. Da auch unsere ganzen Traktoren. Zesse. Mal eben an. Mach mal das, nicht Strom. Bauen diesen Kreisverkehr nach hier. Zack. Ach so, ich bin auf Verbessern. So. Geht nicht. Bauen wir den so rum. Das sollte doch jetzt eigentlich dann ein wenig das Ganze beruhigen. So, dann gucken wir unseren Kreisverkehr mal genauer an eben. Aber hier haben wir jetzt immer noch nicht vergrößert, fällt mir gerade auf. Geht immer noch nicht. Mal kurz Pause. Weg damit. Vergrößern. Und jetzt machen wir auch noch eben halt. Den mal eben weg. Den und den weg. Und die Auffahrt halt. Von hier haben wir eine Auffahrt auf die Autobahn so drauf. Ja, in ist Auffahrt. Okay. Das nehmen wir weg. Bulldozer weg. Hier machen wir eine Einbahnstraße in die Richtung. Was sagt jetzt unser Gewerbegebiet? So.
Man sieht teilweise, füllt das Programm das selber sogar aus, was es braucht. Ach so, der Strom, ja klar, weil wir die Gebäude da weggemacht haben. Eben bis da, da und da. So, der kommt jetzt wieder. Blub, 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 da kommt er ja. So, es dürfte sich hier eigentlich jetzt mal normalisieren. Bauen Sie mehr Wohngebiete, bauen Sie mehr Wohngebiete, bauen Sie mehr Wohngebiete. Da. Wohngebiete. So, so könnt ihr überall bauen. Wohngebiete. Das ist wunderprächtig. Und ich sehe gerade, wir sind schon am Überziehen. Deswegen jetzt nur ganz schnell. Vielen Dank für euer Interesse. Lasst mir ein Like zur Unterstützung da. Ein Kommentar oder was immer ihr wollt. Und ansonsten jetzt ganz schnell. Arrivederci, winke, winke, goodbye. Euer Aiden Croft.